Wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Green Hell, die grüne Hölle. Hier, verlassen im Dschungel, verlassen von jeglicher Zivilisation, sind wir auf uns allein gestellt, um unser Überleben zu kämpfen. Beim letzten Part sind wir leider vergiftet worden von einer gefährlichen Kobra oder Klapperschlange. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das war eine Klapperschlange, weil sie so geklappert hat. Aber dank unseres genialen Verstandes haben wir ja einen Checkpoint, also ein Zelt aufstellen können, einen Unterschlupf zum Schlafen, damit wir speichern konnten. Gut, jetzt will ich gerade mal schnell gucken, ob ich noch, ich habe noch die zweite Axt, weil die ist jetzt bald fertig. Ich habe noch herausgefunden, dass wenn es regnet, kann man, Kokosnussschalen, genau, kann man auf den Boden stellen und dann kann man sauberes Trinkwasser damit einsammeln. Ist natürlich auch schon mal sehr, sehr nützlich. Genau. Apropos Regen, hä? Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns eigentlich mal ein bisschen in den Dschungel jetzt begeben und auf Erkundungsreise sozusagen. Ich will nur gerade mal gucken, dass ich jetzt eigentlich meine Vitalwerte wieder ein bisschen hochpushen kann. Ah, das war ja noch das letzte Mal gewesen, genau. Dass, die ja alle verfault sind. Guck mal, es regnet. Jetzt können wir das gerade mal ausprobieren. Das Obst müssen wir einfach wirklich früher probieren, Obst und Pilze und das ganze Zeug, probieren früher loszuwerden. Also, herstellen. Ich nehme an, dass wir die irgendwie halbieren müssen. Geht das? Nee. Mit einem normalen Stein sicher nicht. Vielleicht mit so einem Spitzenstein? Auch nicht. Und wenn wir zwei Kokosnüsse aneinander schlagen, geht das? Geht auch nicht. Ja gut, wie kriege ich die denn? Verschütten. Trinken, sammeln, herstellen. Ich trinke jetzt einfach mal. Hä? Oder? Sind die jetzt schon zum Trinken bereit? Noch nicht, gell? Oder das dauert, oder wenn es einfach... Ach, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ja gut, wir brauchen die erstmal. Das wird sich schon herausstellen, jetzt bald im Laufe der Zeit. Okay. Ah ja, genau, für die Leute, die es noch interessiert, ich habe ein neues Projekt bei mir auf dem Kanal gestartet, The Solos Project heißt das, glaube ich. Ist ein kleines Testvideo, was ich am Anfang mal gestartet habe. Ich wollte mal gucken, wie das ankommt. Ist so ein bisschen, natürlich wieder so Science Fiction, Survival, Erkundung, bla bla bla. Und das sah noch wirklich mega cool aus. Das Game ist zwar schon ein bisschen älter, kam von 2016, kam das auf den Markt. Aber wie gesagt, ich fand, das sah schon ziemlich cool aus und das wollte ich jetzt wirklich mal ausprobieren. Und von dem her einfach auch mal gucken, wie das so ankommt. Natürlich, voll zwischen die Beine durch. Naja, okay. Genau, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist nur ein Testvideo. Guckt es euch mal an. Ich tue es mal oben in der Infokarte, tue ich das verlinken. Und dann könnt ihr euch das mal nochmal angucken halt, ne? Und mir da euer Feedback geben, wie euch das gefällt, das Spiel. Und meine Reaktion darauf oder meine Handhabung dazu. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich, Stupid piece of shit. Ja, ganz ruhig, wir haben ja noch mehr. So, wieso mache ich das eigentlich? Ich brauche doch gar kein Holz. Okay, langer Stock. Ja komm, dann nehmen wir wenigstens ein paar Stöcke mit, wenn ich das Ding jetzt schon gefällt habe. Dass das nicht für gar nichts war. Ich muss aber jetzt ehrlich sein, dass ich hier jetzt noch nicht so wirklich checke oder noch nicht so wirklich weiß. Federn, cool, da kann ich da wieder Pfeile machen. Was ich jetzt hier eigentlich so machen soll. Unsere Energie ist bald unten. Soll ich schlafen? Das legt, glaube ich, die Energie auf, ne? Ich glaube, ich hätte mich noch schlafen legen sollen. Was essen und schlafen legen. Vor allem, es wird sowieso Nacht. Ist jetzt, glaube ich, nicht so schlau, nachts da durchzulaufen. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück zum Lager. Geistige Gesundheit minus 1. Wahrscheinlich, weil wir müde sind. Habt ihr das gehört? What the fuck? What the fuck? Du Hurensohn! Nein! Weg! 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 Als ob! Als ob! Nein, die tötet uns! Wo kam der? Also ja, von vorne. Aber nein, den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Deswegen, meine Freunde, solltet ihr niemals nachts allein durch den Wald laufen. Man weiß nie, was einem begegnet. Auch bei euch zu Hause nicht. Es
Es könnte hinter jeder Ecke plötzlich so ein Dino hervorkommen. Wie gesagt, scheiße. Ich lege mich mal kurz ein bisschen schlafen hier. Ich glaube, das sollte... Ja, das lädt die Energie auf. So, das reicht. Was sagt unsere Uhr? Genau, wir brauchen Eiweiß und Trinken. Oh, wir haben so schön Kokosnüsse gefunden gehabt. Ah nee, warte, jetzt wird sowieso Nacht. Das ist gerade noch schlechter. Haben wir noch was im Rucksack, was wir verwerten können? Nein, haben wir nicht. Oh, so ärgerlich. Das heißt, wir müssen jetzt die Nacht durstig überleben, weil ich gehe jetzt nicht, wenn es dunkel ist, in den Wald nochmal rein. Das mache ich nicht. Wir haben gesehen, wohin das führt. Vielleicht kann man die auch zähmen. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht kann man sie auch zähmen. Ey, ich glaube nicht, dass der die ganze Nacht durchschlafen kann. Ich glaube es zwar nicht, aber mal probieren. Bis um 2 Uhr 9. Unsere Leben, guck mal, wir sterben gleich. Haben wir Hunger und so ein Scheiß, ne? Ey, wir müssen was zu essen finden. Ist eigentlich egal, dass jetzt Nacht ist. Wir müssen was zu essen finden. Und da haben wir schon mal wenigstens eine Kokosnuss. Da können wir was trinken. So. Hier haben wir Pilze, die können wir essen. So. Ist die Musik jetzt... einfach Hintergrundmusik, oder ist das jetzt Musik, die wir hier wirklich im Wald finden? Wir haben gekotzt. Oder wir sind kurz vorm Kotzen. Ich weiß es nicht. Egal, aber wir müssen essen. Das sieht noch schlechter aus als vorher. Was geht denn hier ab? Yay, wir sind am Kotzen. Verdammt, wir brauchen Früchte. Frische Früchte. Kann man das essen? Nein. Oh, die kann man tatsächlich verwerten. Zeig mal her. Oder? Nee. Aber die hat doch eben gerade aufgeleuchtet. Och Mensch. Ich habe eine Idee, wie wir die Kokosnüsse vielleicht aufkriegen. Nee, ich hätte gedacht, mit der Axt kriegt man die jetzt auf. Ja, super. Wie krieg ich... was? Herstellen, herstellen, sammeln. Ah, man kann sie doch so noch auseinander machen. Interessant. Ah, verstehe. Sammeln. Guck mal, es regnet gerade. So. Oh, man kann die auch essen. Was gibt die uns? Kohlenhydrate und Fette. Perfekt. Oh, wir haben Eiweißmangel. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Nein, es wird oft zu regnen. Ich wollte sie doch hier in den Regen stellen. Ist zu spät, ne? Komm, wir essen die einfach jetzt. Ist egal. Wieso kotzen wir denn? Ah, wir sind immer noch vergiftet von den Pilzen oder was? Mann. Also komm, wir essen das jetzt einfach mal alles. Mit Schale anscheinend. Sehr schön. Den Papagei würde ich ja essen. Ah, die landen dann da hinten. Verdammt, was ist denn los hier? Wir verdursten auch gleich. Leute, ich muss jetzt hier trinken. Mega lecker, ja. Wir sind so kurz davor, jetzt schon wieder zu sterben. Hey, wie stelle ich mich denn hier an? Das kann es doch nicht sein. Am besten bräuchten wir jetzt diese Früchte da. Die man essen kann. God, I'm so hungry. Ich weiß. Nee, oder? Nee, ich esse jetzt keine Maden, oder? Wir könnten mal probieren, die zu essen, ohne Scheiß. Komm, ich probiere mal die Maden jetzt zu essen. Oh, die geben tatsächlich Proteine. Guckt euch das an. Ui, das sieht nicht mehr so gesund aus. Unser Magen ist total im Arsch.
Ja, ich denke, dass wir jetzt sterben werden, ne? Scheiße. Nein, Mann. So ärgerlich. Komm, ich lade den Checkpoint nochmal neu. Hey, ich stelle mich auch wirklich endlos dämlich an. So. Also. Es regnet. Das bedeutet Kokosnüsse. Hä? Nix da. Die konnte ich doch jetzt eben gerade verwerten. Sammeln. Hier. Bevor es aufhört zu regnen, mach schon. Komm. Essen. 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 Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Füllt die sich jetzt mit Wasser? Ich glaube schon. Das sieht halt wirklich danach aus. Guck mal, trinken. Das funktioniert echt. Gut, ich hätte jetzt nicht so dumm da hinstellen sollen. Ich lasse die am besten hier alle stehen. Geil, das funktioniert echt. Fallen lassen. Was heißt das denn? Wasser sauber. Ah. Wir müssen uns echt ein bisschen dabei bewegen. So. So. Das ist okay, komm. Das ist wirklich okay. Guck mal, ey, das bringt echt mega viel. Das trinken wir wie so behindert und jetzt sind wir glaube ich, jetzt haben wir keinen Durst mehr fast. Cool. Jetzt brauchen wir nur noch Proteine. Das ist jetzt wichtig. Proteine, warte, lass mich nochmal schnell im Buch nachgucken. Die Eiweiß oder ist Fleisch? Ja, oder Fisch natürlich, ist natürlich auch gut. Weil Maden habe ich auch nicht Bock zu essen. Das Problem bei Fisch ist, dass ich das nicht, Ich kann diesen Speer nicht bauen. Ah, wartet mal. Ich habe natürlich schon ein bisschen im Internet rumgeguckt. Einfach so nebenbei. Ah, das ist eine Kokosnuss, was man darunter rollt. Einfach so ein bisschen nebenbei natürlich. Nicht falsch denken. Wie andere so das Spiel so spielen. Und da habe ich gesehen gehabt, dass hier auf dem Boot steckt da oben. Guck mal, die Pilze nehmen wir auch noch mit. Vielleicht sind das ja Proteinpilze. Nee, aber hier oben sollte ein Speer liegen. Ah, guckt euch das an. Vierzackiger Speer. Und mit dem kann man Fische fangen. Mit dem kann man tatsächlich Fische fangen. Kann ich das jetzt nicht wechseln? Ja, okay. Hier. Was ist das denn? Das ist eine Leuchtrakete oder sowas anscheinend. Keine Ahnung. Und ein Feuer oben, irgendwas anderes rein. Schießpulver wahrscheinlich. Neu erlernt, Bambus-Wasserfilter. Das ist ein Bambus-Wasserfilter. Ah, das Ding können wir selber dann bauen. Cool, wir haben das erlernt, das Rezept. Nur durch Sehen. Aber wahrscheinlich der Speer genauso. So, wartet mal. Aber den Fisch kann man ja auch nicht so gut roh essen, ne? Das ist natürlich auch ein Problem. Ich könnte schwören, hier waren Fische drin, ne? Fisch und Blutegel natürlich. Ey, ich sehe nichts. Ist das wegen dem Regen wahrscheinlich, ne? Wir haben echt Probleme wegen den Proteinen langsam. Ja, bei dem Regen sehe ich nichts. Das ist das Problem. Plus, es wird, glaube ich, auch Nacht gleich. Ja, wenn ich mich jetzt schlafen lege, dann kannst du davon ausgehen, dass ich verrecke. Verdammt, zeig mir doch einen Fisch. Gut, Fleisch tut's ja auch, hat's geheißen. Ich könnte natürlich auch probieren, das Schwein zu jagen, ne? Die da vorne sind. Oh, wir haben Blutegel. Yep, weg.
weg. Haben wir noch mehr? Es regnet wenigstens nicht mehr. Lustig, dass sie sich an den Armen festhalten, aber den Beinen, die die ganze Zeit unter Wasser sind, an denen nicht. Gut. Wir gehen auf Schweinejagd. Machen wir das so. Vögel könnte man auch jagen, aber ich sehe gerade keine. Also Papageien. Ja, wartet mal, wir haben doch einen Papagei im Inventar. Kann man die nicht... Ja, ich kann die jetzt nicht einfach so essen, das geht nicht. Ah, die Pilze will ich mal probieren, essen. Ah, die haben wir jetzt auch wieder im Inventar. So mühsam, raus mit euch, ey. Wird es nur wieder schlecht, wenn wir die essen. Muss echt aufpassen, dass man hier keine vergammelten Sachen isst. Also Kokosnüsse sind eigentlich perfekt. Die geben dir Feuchtigkeit und genau, das andere Zeug halt. Ups, das mit dem Pilz, den wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kohlenhydrate gibt dir der Pilz. Das ist auch easy. Das ist easy. Wir sind müde. Ey, ich brauche Fette. Ich probiere jetzt mal mit Ach und Krach ein Lagerfeuer zu machen. Eigentlich haben wir das ja gelernt im Zelt, wie man das macht. Da liegt wieder eine Kokosnuss und noch eine. Das Problem ist, es hat ja nicht funktioniert. Ich kann das hier irgendwie nicht hinstellen, das Lagerfeuer. Warte, wo war das denn gewesen? Nee. Doch, das war doch hier irgendwo. Damit kann man Feuer machen? Hier, Lagerfeuer. Guckt, das geht nicht. Ich kann das nirgends hinstellen. Was soll denn das? Das müsste doch gehen. Nirgends geht's. Nirgends funktioniert's. Aber hier mitten im Stein funktioniert's. Das kannst du mir nicht erzählen. Warte. Hier war gerade eine Stelle gewesen. Da. Komm schon. Cool. Kleiner Stock brauchen wir noch. Okay. Sammeln wir schnell das Zeug mal. Ah, hier haben wir einen Baum, den wir jetzt schnell fällen können. Oh oh. Der kann nicht mehr. Boah, der ist ja total am Arsch. Oh, wir sind auch total übermüdet. Das ist auch das Problem. Okay. Nee, den brauchen wir ja gar nicht. Ey, ich lege mich kurz schlafen. Ganz kurz, nur so ein, zwei Stunden. So ist okay. So. Kleiner Stock. Stock. Ah, das ist schon wieder so ein großer. Ich habe irgendwelche Schreie gehört. Ich glaube nicht, dass das hier aus meiner Nachbarschaft ist. Ich glaube, das war hier im Wald gewesen. Die Pilze nehmen wir auch noch mit. Da singen welche im Wald. Wir brauchen noch große Stücke. Ein Frosch. Jo, der wird gefressen. Hier haben wir übrigens noch eine Kokosnuss. Die nehmen wir auch mit. Hier haben wir... Ah, das ist ein kleiner Stock. Wir brauchen noch ein bisschen große Stücke. Haben wir hier nichts mehr? Doch. Stock. Perfekt. Lagerfeuer steht gleich. Noch einen Stock brauchen wir, glaube ich. Da. So. Das hätten wir. Jetzt müssen wir dann das noch irgendwie entfachen. Kleiner Stock und Stock. Es fängt an zu regnen. Das ist gut eigentlich, weil dann ladet sich unser Wasserreservoir auf. Ey, vor diesem... Was war denn das? Ein Jaguar war das wahrscheinlich gewesen, ne? Ich frage mich, ob das Feuer bei dem Regen ausgeht. Ich kann es mir noch gut vorstellen. Ja, das ist halt jetzt ein Problem, ne? Soll ich mein Lager abreißen und da vorne hin tun, wo das ganze Zeug ist? Ja, ich weiß, du bist müde, aber das Problem ist, wir haben null Eiweiß mehr. Gehen wir trotzdem schlafen. Easy.
7, 8 Uhr ist gut, so. Regnet es immer noch? Oh. Jetzt haben wir die eine wieder mitgenommen, das wollte ich gar nicht. Hier können wir noch was essen. Essen, 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 essen. Fallen lassen. So. Kann man den jetzt... Nee, geht nicht. Gut. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt probieren wir mal. Du. Kleiner Stock, großer Stock, herstellen. Steinspeer. Hä? Wieso... Okay, ich habe einen Handbohrer. Nee, den wollte ich ja. Passt. Benutzen. Handbohrer benutzen. Ziehe das Zündholz aus dem... Oh, da stand gerade was. Nochmal, ich hätte es lesen sollen. Mach, bevor es anfängt zu regnen, Mann. So, benutzen. Ziehe das Zündholz aus dem Rucksack auf und den Feuerzeug... Ich muss jetzt hier ein Feuerzeug hin tun. Ich habe gar kein Feuerzeug, oder? Ja, deswegen habe ich ja das Ding gebaut, dass der selber da Feuer macht. Ich habe kein Feuerzeug. Verdammt. Das ging doch so. Zeig nochmal. Nee, hier, warte mal. Seite 1. Handbohrer, Stock, kleiner Stein. Nee, kleiner Stock. Stock und kleiner Stock. Ist doch richtig. Werkzeug benutzt, um Glut herzustellen. Kleines Feuer. Ja, wollen wir doch herstellen. Vielleicht muss ich... Nee. Muss ich irgendwas drücken? Hä? Was macht der denn hier? Da stimmt jetzt gerade was nicht. Unser Fuß hängt hier irgendwie. Och Gott. Leute, ich muss jetzt den Part beenden. Wir sind auch schon wieder bei 25 Minuten angekommen. Ich probiere jetzt dann gleich nochmal im Internet rauszufinden, wie man das Lagerfeuer denn macht. Ich tue noch kurz speichern. Ich bedanke mich trotzdem an dieser Stelle vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part dabei. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Tag, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.